Ein vermisstes Kind wird jetzt zum nervenaufreibenden Einsatz für Heidi Matera und Paul Richter. Mutter und Patentante verhindern in diesem Moment die Flucht des Verdächtigen. Heide Witzka. So, das war's. Ey, 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 was ist denn da los? Und das war's. Hast du? Was ist denn jetzt? Ja, das würden wir gern wissen. Ja. Wo ist Maler? Bleiben Sie da drin sitzen. Wo ist Maler? Gehen Sie mal aus dem Rücken raus. Meine Tochter ist weg. Gehen Sie mir aus dem Rücken raus. Ich habe diese Maler? Verrückte Frau. Meine Tochter. Entschuldigt mich, dass ich ihr Kind gesehen habe. Die wissen, wie die hießen. Das ist eine Wahnsinnige. Okay, aber haben Sie nicht, oder was? Nein! Hat die Sie jetzt angegriffen? Was sie von mir will. Schreien. Hat die Sie angegriffen oder haben Sie die angegriffen jetzt? Die hat mich angegriffen. Okay. Die geht mir auf die Nerven. Die hat mir die Autoschlüssel weggenommen. Ja, die habe ich ja jetzt gerade. Jetzt langsam sitzen, ich komme auf Sie zu. Ja, sind Sie verletzt? Alles gut? Nein, gut. Ich weiß es nicht. In welchem Zusammenhang stehen Sie mit dem Herrn? Er gehört zu diesem Wagen hier. Der Imbiss. Und ja, mein Patenkind war gerade hier unten. Ich habe auf meine kleine Patentochter aufgepasst. Ja. Und sie hat sich eine Pommes geholt. Okay. Hier unten an dem Wagen. Ich habe sie genau gesehen. Und Sie sind? Die Mutter. Die Mutter. Wie heißt sie? Mara? Mala. Mala heißt mein Patenkind, ja. Mala. Ich meine, das Ding ist aber jetzt zu. Sieht auch nicht so geöffnet aus. Meine Tochter war in dem Wagen. Hier, weil er jetzt abhauen wollte. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, weil er mir sagen sollte, wo mein Patenkind ist. So. Aber Sie haben ihr doch was verkauft. Ich habe es doch gesehen. So, und jetzt, Sie haben meine... Jetzt mal ruhig, jetzt machen wir das. So, wissen Sie was von dem Kind? Ich weiß nichts von einem Kind. Haben Sie dem Kind Pommes verkauft? Nein, habe ich nicht. Ich habe das Kind überhaupt nicht gesehen. Die ist verrückt, die Frau, die schizophren. Sie lügen, also, Sie haben sie natürlich gesehen. Sie an, geht so, an. Ist das Wägelchen auf oder haben Sie Schlüssel? Ich habe das Kind nicht da drin. Das ist mir jetzt ganz egal, ich brauche den Schlüssel. Ist es offen jetzt? Ich kann das verschlossen. Dann geben Sie mir mal bitte einen Schlüssel. Bleiben Sie aber drin, kriegen Sie schon aus der Hosentasche, wenn er drin ist. Aber jetzt flott. Bei der Kontrolle des Anhängers findet Paul Richter zwar nicht die vermisste Siebenjährige. Stattdessen stellt der Polizeioberkommissar etwas anderes fest. Da riecht's aber auch ganz schön. Der ist von der Mara. Sagen Sie mal, das ist der Mara, okay? Dieser Öl. Ja, den hat sie heute aufgehabt. Moment, mal. Bleibst du bei den Damen bitte gerade mal. Ja, ja, ja. So, kommen Sie mal zu mir. Warte mal, warte. Haben Sie das Kind gefunden? Hier, ich habe kein Kind. Nee, ich habe was anderes gefunden. So, ist alles in Ordnung? Ist alles in bester Ordnung? Kann ich doch wieder fahren? Hallo. Harald, ich kann schon wieder fahren. Hören Sie mir zu. Ja, ich höre Ihnen zu. Ist er auf Sie zugelassen, der Hänger? Auch. Also es ist Ihr Hänger. Ja, natürlich ist das mein Hänger. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Ich brauche mal einen Ausweis von Ihnen. Haben Sie meiner Tochter irgendwas verkauft? Ich kenne Ihre Tochter nicht. Lassen Sie mich mit Ihrer Tochter. Harald, haben Sie doch gesehen. Ich habe es doch gesehen, wie Sie Ihnen Pommes verkauft haben. Jetzt mal ruhig. Also haben Sie mit kleinen Mädchen heute eine kleine Pommes verkauft? Eine kleine Pommes, ja gut. Oh, Ausweis würde ich gerne mal sehen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was dieses ganze Theater hier soll. Mein Patenkind ist weg. Ja. Und Sie sind der Letzte, der Sie gesehen haben. Dürfen wir jetzt anfangen zu arbeiten? Weil das bringt jetzt nichts, wenn Sie da hinten rumkeifen. Ich versuche jetzt sofort tätig zu werden. Ja. Herr Breitegger, passen Sie mal auf. Wir haben ein kleines Problem. Ne? Also, welches schauen Sie mal da rein. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt. Ja. Ich glaube, Sie wissen, was kommt. Nee. Wenn ich mir das hier drin angucke und wenn ich mir die Verfallsdaten von dem, was hier drin riecht, angucke, dann würde ich gerne mal in dem Zusammenhang Ihre Reisegewerbekarte sehen, wenn Sie unterwegs sind. Mala! Haben Sie dabei oder eher nicht? Haben Sie keine. Sagen Sie direkt, wie es ist. Keine Lust zu diskutieren. Sie wollten eben schon nein, abbauen, nein, 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 habe ich nicht. Haben Sie keine. Braucht man für jeden Mist eine Reisegewerbskarte? Ja, leider ja. Ja. So, und vor allem, wenn Sie hier Lebensmittel verkaufen, die augenscheinlich nicht mehr ganz in Ordnung sind. Damit ist der Imbisswagen ein Fall für das Gesundheitsamt. Die Suche nach dem Kind hat oberste Priorität. Die Aussage des Verkäufers ist dabei von großer Bedeutung. Ich habe auch mit dem Kind nichts zu tun. Aber Sie haben das Kind hingelaufen ist. Das ist ja irgendwo da hinten rumgelaufen. Gut. Ich habe ihr das noch kurz verkauft. Gut. Ich habe sonst nichts gemacht. Alles klar, dann warten Sie jetzt mal hier. Wir kümmern uns mal ums Kind. Dann bleiben Sie hier, bleiben Sie auf Hause. Leute kommen gleich. Ne? So, dann alles weitere wir nachher. Mal kind. Ist doch unmöglich. So, Ihren Pkw-Schlüssel bringe ich Ihnen gleich wieder zurück. Ja? Der bleibt so lange hier stehen. So, was haben Sie gesagt? Das Kind ist da rein. Da liegt irgendwas zu essen. Oder was? Gucken Sie mal nach vorne. Gucken Sie mal, das ist sogar Ihr Portemonnaie. Wie lange ist sie denn jetzt schon weg? Also, wann haben Sie die denn vermisst? Das ist Portemonnaie von ihr. Ich habe ungefähr mit dem jetzt schon 20 Minuten diskutiert oder so. Als ich angerufen habe, da. Also gehen wir mal von einer halben Stunde circa aus. So, dann sagte er, die ist da lang gelatscht. Lala! War denn sonst noch jemand bei Ihrer Tochter oder? Nein, ich habe ja auf sie aufgepasst. Es tut mir so leid, ich hätte besser aufpassen müssen, aber. Ist leider so. Checkst mal die Büsche, genau. Lala! Ich gehe mal ein Stück vor. Bleiben Sie ein Stück zurück. Mala, nein,
Wie seht ihr denn aus? Kleines blondes Mädchen mit Locken. Oh ja. Also ich habe hier jemanden Kleid eben gesehen mit grau, einen Mann mit grau und der hatte ein Mädchen dabei mit so einer rosa Jacke. Ja, sie hat ja, eine rosa Jacke an, ja. Wo denn ja bitte? Hier rum und ich gehe vielleicht mal so rum, vielleicht sehe ich sie da noch mal. Das ist lieb. Ja, danke. Okay. Ja, Mala! So, wer ist da? So, guten Tag, Polizei, kommen Sie mal ran. Hallo! Kommen Sie gerade mal zu uns, wir suchen auch jemanden. Haben Sie die zwei Kinder gefunden? Die Mala? Ja. Nein. Was, sie kennen den Mann? Geht? Ich weiß es nicht, die Kinder sind mir weggelaufen. Aber die du hast Kinder sie gerade welche sie Kinder gesehen, du hast... Guck mal bitte was weiter. Heißt die Kinder? Mala guck mal bitte am Wasser. Mit Metall oder zu heiß mit Thalia dem Wasser. War bei mir, ich bin mit ihr durch den Park gegangen. Die Kollegin geht es gucken. Bei dem jungen Mann handelt es sich um den Ex-Freund der Mutter. Auch er vermisst seine Tochter, die offenbar gemeinsam mit dem gesuchten Mädchen abgehauen ist. Mala, Thalia! Alles klar. Entwarnung, alles gut. Die Scheiße ist, ich kriege jedes Mal einen Bammel, wenn das hier an irgendwelchen Weihern passiert, ja, Kind weg. Da denke ich jedes Mal, wir können Taucher rausschicken. Mann. Das ist natürlich nicht laut. So, ihr zwei. Jetzt erstmal nicht so viel Panik machen. So, also jetzt, erklären Sie bitte mal, wer zu wem gehört. Die Mädels als letztes, die Damen mal bitte zuerst und dann kommen Sie dazu. Also Thalia gehört zu mir. Okay, Vater und Tochter. Richtig. Und Sie sind Mutter und Tochter. Mutter und Tochter. Und Sie sind die Patentante. Ja. Okay. Wie kennen Sie sich? Es ist mein Ex. Alles klar. Und wie kamen Sie jetzt an die Mala ran oder heute? Also, ich war mit meiner Tochter Thalia heute spazieren, ja, hier im Park. Und Mala kam uns entgegen. Ja. Alleine? Alleine. Hat uns okay gesehen. Okay, das macht Sinn, weil die sich hier wohl von der Frittenbude was geholt hat. Mhm. Und Mala hat sich halt tierisch gefreut, dass sie Thalia wieder gesehen hat. Aha. Und Mala hat mir dann erzählt, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Okay. Darf ich das mal kurz haben? Na klar. Und ich wollte die beiden nach Hause bringen. Okay, haben sie aber auch jetzt verloren, oder was? Und hab sie dann verloren, weil ich musste mir unterwegs halt den Schuh zubinden und dann waren sie weg, von einer auf die andere Sekunde. Damit ist der Fall glücklich zu Ende gegangen. Warum die Mädchen allerdings gemeinsam abgehauen sind, ist für die Eltern ein großes Rätsel. So, ist jetzt alles in Ordnung? Aber euch geht's gut, Mädels? Warum seid ihr weggelaufen? Wir wollten uns unbedingt hier lassen. Wir haben uns jetzt aber dann hättet ihr doch was sagen können. Ich hab doch gesagt, das ist alles nur, weil du nach Spanien gehen wolltest. Ihr wolltet euch ja auch nicht mehr wiedersehen und dann wollten wir halt aber nochmal Zeit miteinander verbringen. Dann haben wir halt die Gelegenheit ausgenutzt, als wir ihren Schuh zugebracht haben. Ihr hättet doch was sagen können. Also würde ich sagen, es ist jetzt alles gut gelaufen, zum Glück. Ne? Ihr seid auch nicht ans Wasser gegangen. Aber dann würde ich sagen, dann sprecht euch ab mit den Großen. Und ich denke, so die leid haben ganz gewiss Verständnis. Ne? Wenn ihr euch wiedersehen wollt, ist doch ganz klar. Ich denke, das verstehen sie schon. Ne? Dann würde ich sagen, so, dann lösen wir das jetzt hier auf. Weißt du eigentlich, was du den Kindern antust, wenn du nach Spanien gehst? Kleidung zahlen, ne? Schatz, ich wollte es dir die nächsten Tage noch sagen. Pommeshändler. Mach mal einen Antrag. Was weißt du das eigentlich? Ich wollte es dir noch sagen in den nächsten Tagen. Ich werde nicht nach Spanien gehen. Okay. Das, was ihr aufgeben müsst, das ist viel zu viel. Die Kinder gehen hier zur Schule, haben ihre Freunde hier. Ich werde hier bleiben. Für uns? Für euch. Für euch alle. Dann ist es ja nochmal gut gegangen, ne? Also gehen Sie, bleiben Sie hier. Na bitte. Jetzt sagen Sie nicht, Sie wollten in Spanien auch einen Imbissstand aufmachen, weil wir hatten gerade einen dazwischen. Das wollte ich nicht. Okay. Natürlich ist man in solchen Maßnahmen und Situationen auch Mensch, ne? Ist klar. Und wenn man dann zum Schluss sieht, dass alles wieder gut wird, also der Mann geht jetzt doch nicht nach Spanien, die Familie bleibt anscheinend zusammen oder die Mädchen können immer wieder zusammen spielen, dann ist das toll und es beruhigt einen und da fällt einem natürlich auch ein Stein vom Herzen. Es hätte alles auch viel schlimmer ausgehen können. Herrschaften, dann würden wir uns verabschieden. Ich möchte noch einen Tipp bitte ans Herz legen. Wenn Sie wissen, dass Sie in der Nähe von Gewässern sind, passen Sie bitte doppelt und dreifach aus. Es ist Sommer, es ist warm, es ist verführt. Und wenn Sie nicht ordentlich schwimmen können, können die ordentlich schwimmen? Nein. Ihr Mäuse, nee. Das muss man noch lernen, ne? Deswegen, nicht einfach so ins Wasser gehen, brandgefährlich. Okay. Gut, das könnt ihr ja jetzt, das habt ihr. Wiedersehen, mach's gut. Ja, ich schalte dann meinen Anwalt ein. Ja, natürlich. Sie müssen mir das erstmal beweisen. Müssen Sie sogar. Sie ruinieren mich hiermit, was Sie hier vorhaben. Herr Breiter, hören Sie mal zu. Sie müssen sogar einen Anwalt einschalten, denn ohne weiteres werden Sie vor Gericht nicht weiterkommen.
Wir warten jetzt so lange, dem sehe ich aber gelassen gegenüber. Ja, das sage ich Ihnen. Ist doch egal. Damit kommen Sie nicht durch. Nee. Ja. Bei mir kommen Sie damit nicht durch. Dann fahren Sie jetzt mal ein bisschen langsam runter. Sie können mir das nicht beweisen. Nee, muss ich auch gar nicht. Auch, dass ich dem Kind das verkauft habe. Herr Weiner, wählen der Beweis ist die Stadt Köln und das Gesundheitsamt. Ja. Mit dem müssen Sie sich auseinandersetzen, nicht mit mir. Ja. Dann sollen Sie es mir beweisen. Sie können es mir nicht beweisen. Ja. Ja. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss. Das ist eine Katastrophe, was Sie hier anrichten. Ja, hier. Ist auch schrecklich. Ich schäme mich auch. Jeden Tag ein bisschen mehr. Das Gesundheitsamt schließt den Imbiss. Der Besitzer wird wegen Verstoß gegen Hygienebestimmungen angezeigt.